Wir haben die 500 Abonnenten erreicht. Und es werden täglich immer mehr. Und ich kann das selber noch nicht fassen, dass es wirklich so schnell gehen. Tausend Dank. Deshalb habe ich mir heute etwas Spezielles überlegt. Wie ihr seht, habe ich keine Naruto-Karten heute hier, sondern ich habe Demon Slayer-Karten. Ich bin auch ein großer Demon Slayer-Fan. Und ich habe diese Karten auf AliExpress gefunden. Informationen kaum bis keine. Ich weiß nur, dass diese Karten jetzt nicht lizenzierte Karten sind. Das sind auch keine Fake-Karten, weil eigentlich spricht man von Fake-Karten wie bei Pokémon, dass man eine wirkliche Marke hat und diese versucht zu faken. Das ist eine unlizenzierte Ware, kann man so sagen. Warum ich diese Box öffne? Ich fand die Karten auch sehr schön. Es ist ein bisschen her, dass ich die bisher geguckt habe, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich die meisten Namen wieder vergessen habe, weil auch bei Naruto ist es so, ich vergesse immer die Namen. Immer. Ich weiß, dass der Hauptprotagonist Tanjiro ist, aber dennoch, I don't know. Bevor das Video anfängt und ich die Karten öffne, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ab 1000 Abonnenten mache ich ein Giveaway mit 3 Gewinnern. Und weitere Informationen folgen, wenn ich die 1000 Abonnenten erreicht habe. Das ist auch ein Jahresvorsatz von mir, dass ich versuche, dieses Jahr die 1000 Abonnenten zu erreichen. Die sollen 36 Booster drin sein. Ich werde... und eine Promokarte anscheinend. Sehr schön. Warte mal, lass mal gucken. Was ist das für eine Karte? Oh, die geht so auf. Okay, that's weird. Also es ist eine... cool. Guckt euch mal die Karte an. Sehr, sehr cool. Eine kleine Promokarte. Okay, not bad. Geht die auch hier auf? Nee. Oder doch, geht sie aber. Okay, das ist eine spezielle Karte. Okay, tut mir leid. Geht wieder ins Sleeve rein. Okay, das wollte ich erwähnen. Hier gibt es eine Promokarte und die haben wir gezogen. Schön. Ein paar Informationen zu der Box und zu den Boostern. Wir haben jetzt hier 18 Booster. Die Box hat insgesamt 36 Booster. In jedem Pack sind 5 Karten drin. Und die ganze Box hat mich 18 Euro gekostet, inklusive Versand. Und ja, mal gucken, was wir für Karten ziehen können. Ich kenne nicht einen Kartentrick, deswegen müssen wir mal sehen. Oh, wie bei Naruto fängt man mit Rare-Karten an. Wir haben Angriff und die Defensive. Aber das ist jetzt nicht vom Hersteller Kaiju. Okay, was haben wir hier? Wir haben unsere erste S-Rare. Auch sehr schön. Hier haben wir Tanjiro. Hier haben wir nochmal Tanjiro. Okay. Und Tanjiro. Und einen kleinen Bruder von Tanjiro. Okay, sehr, sehr schön. Und da unten steht auch die Anzahl GM 1 bis 49. Ich glaube, es ist die erste Karte. Nee, ist die... Achso, nee, das ist die 49. Karte. Hier haben wir weitere Geschwister von Tanjiro. Okay. Und wir ziehen eine GR Tanjiro-Karte. Okay. Not bad. Die Karte sieht sogar relativ geil aus. Sehr, sehr cool. Okay. Tanjiro eher mit Nezuko. Da wird er gerade trainiert, da wird er auch trainiert und unsere Holo-Karte ist SR das Mädel. Oh, es tut mir gerade so leid, dass ich die ganzen Namen vergessen habe. So. Aber viele Karten sind sehr repetitiv, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Hier haben wir Nezuko. Haben wir nochmal Nezuko, okay. Dass die Aufteilung so ist, das gefällt mir nicht, dass man zweimal hintereinander die gleiche Karte ziehen kann. Da hat Naruto was Besseres gemacht, aber... 10 Nezuko SR. Diese Karte würde ich sogar meine Freundin. Diese Karte werde ich meine Freundin schenken. Sie liebt Nezuko. Sie hat mir sogar zu Weihnachten
Ja, zu Weihnachten hat sie mir so eine Pop-Figur von Nezuko geschenkt. Die habe ich hier immer neben mir. Sehr, sehr cool. Boah, wäre sie fast runtergefallen. Die Geschwister. Nezuko wieder. Das ist auch Nezuko. Ja, mit Tanjiro. Und da wir diesen einen komischen Dämon. Dieser komische, eklige Demon, der aber von Tanjiro echt leicht gekillt wurde. Das war sogar eine der ersten Folgen. Gut. Tanjiro mit den langen Haaren. Sein Sensei. Himura. Und wir ziehen Tanjiro Uor. Uiuiuiui, sieht die schön aus, die Karo. Sehr, sehr schön. Manche können sich Gesichter sehr gut merken. Die Namen nicht, so einer bin ich. Manche können. Die Karte hat. Nennt man das so einen grauen Effekt. Ne? Gehen wir mal schnell durch hier, unsere R-Karten. Und unsere gute Karte ist ZR. Schreib sie mal in die Kommentare, wie die heißt. Uiuiui, aber die Karte. Fühlt sich echt gut an, muss ich ehrlich zugeben. Ist eine schöne Karte. Zweimal die hintereinander, wie die gleich die R-Karten. Eieiei, aber unsere Superkarte ist S. Oh, so sehen die SSR-Karten aus. Sehr schön. Ah ja, yeah, okay. Sehr, sehr schöne SSR-Karten. Okay, das gefällt mir. Muss ich ehrlich jetzt was zugeben, die SSR-Karten sehen tausendmal besser aus als die SSR-Karten von Naruto. Ob sich der Preis gelohnt hat, werde ich dann, muss ich mich dann weiter recherchieren. Die Karte ist auch sehr rau. Wir haben hier unsere R-Karten, die alle leider, manche sind unten, manche sind oben. Ja, wie die bepackt sind, ist leider ein bisschen kacke, aber mal gucken, ob wir was Geiles ziehen. Wir ziehen wieder eine UR. Und wir haben Zeni zugezogen. In UR. Sehr, sehr schöne Karte. Während er schläft. Ach, der ist auch ein Frechdachs. Ein Booster geht schwer auf. Das ist ein gutes Zeichen. Mal gucken, was wir ziehen. Hinterste Karte geht nach vorne. Die Karten. Und wir ziehen SSR. Das ist wieder einer der Upper Ranks. Demon. Ranks Demon. Sehr, sehr schöne Karte. Oh, die fühlen sich auch sehr gut an. Dass sie so rau sind. Sorry, aber die fühlen sich gut an. Mal gucken, ob wir im letzten Pack Glück haben. Wünschen mir Glück. Spamt die Kommentare voll. Hashtag Glück. Ah, leider glaube ich nicht. Ich fühle schon, dass die Karte nicht so rau ist. Und wir ziehen leider nur. Eine SR-Karte. Egal.